Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich wieder ein Unboxing für euch und zwar von der Glossy Box Young. Die ist bei mir angekommen und zwar in zweifacher Ausführung. Eine könnt ihr wieder gewinnen und eine ist für mich. Die packe ich jetzt mit euch gemeinsam aus und dann gucken wir einfach mal, was drin ist, was ihr tun müsst, um die Box zu gewinnen. Das erfahrt ihr wie immer am Ende vom Video und ihr könnt dann auch gleichzeitig sehen, was in der Box drin ist. Der Inhalt ist meistens eigentlich gleich, bis auf ein Produkt vielleicht. Und ich würde sagen, wir packen die jetzt gemeinsam aus. Die Glossy Box Young, die kommt alle 2 oder 3 Monate. Also ich müsste nachgucken, ich verlinke euch das unten in die Infobox. Und die kostet dann 10 Euro nur. Und das finde ich immer richtig toll. Das lohnt sich nämlich, weil hier immer ein Wert von 30 oder 40 Euro meistens drin ist. Das ist immer unterschiedlich. Also ich werde euch da auf jeden Fall wieder den Gesamtwert ausrechnen und werde euch auch die einzelnen Preise hier unten wieder einblenden. Dann könnt ihr sehen, was die Produkte kosten. Und der Inhalt ist meistens sehr schön. Der gefällt mir oft sogar besser wie der von der normalen Glossy Box. Die hat immer ein schönes Special Design. Das gefällt mir auch sehr gut. Und ich bin richtig neugierig. So, und das hier wäre jetzt einmal das Design der August-Box. Und ich finde die so schön. Die ist mit Türkis und mit Pink. Also die sieht wirklich richtig toll aus. Design wieder absolut eine 1. Das gefällt mir sehr gut. Wenn man den Deckel dann abgenommen hat, sieht das Ganze so aus. Also wir haben hier einmal den Flyer drauf liegen. Da steht dann halt das Thema, das Motto dieser Box drauf. Und die Produktbeschreibung, also auf der Rückseite, das ist so ein einseitiger Flyer. Da findet man dann die Preise und halt die Beschreibung dazu. Und wir haben das Thema Smells Like Summer Edition. Das finde ich richtig toll. Bin gespannt, was da drin ist. Also, man riecht nichts raus. Manchmal riechen die Boxen gut, aber hier kann man keinen Geruch wahrnehmen. Hier ist auch wie bei der normalen Glossy Box ein Bändchen drum und das kann man dann lösen. Und dann hat man hier einen Aufkleber und darunter sind die Produkte. Das ist einmal der Blick in die Box auf die Produkte und die sehen schon richtig ansprechend aus. Also wir fangen mit dem ersten Produkt auch direkt an. Das erste, was ich hier sehe, ist das Batiste Trockenshampoo und zwar in der Reisegröße. Das ist das Fruity and Cheek Sherry. Das mag ich wirklich richtig gern. Ich habe das aktuell in groß offen und das ist jetzt fast leer. Deshalb werde ich mir das hier ins Bad stellen oder ich muss mal gucken, vielleicht hebe ich es auch auf, wenn man mal unterwegs ist. Aber eigentlich benutze ich die Kleinen auch ganz gern zu Hause. Das nächste Produkt, was ich hier rausgeholt habe, ist einmal von Be Natural und zwar ist das so ein Lip Balm, der ist aus Bienenwachs gemacht und wir haben hier die Sorte Mango. Ich muss gestehen, ich habe auch noch 2 andere hier zu Hause liegen, einmal Lime, einmal Strawberry und ich habe die noch nicht getestet, also das ist jetzt Nummer 3, die ich zu Hause habe und ich würde auch sagen, dass ich den jetzt mal öffne und ich will halt einfach mal dran riechen. Die sollen richtig toll sein, also ich habe da schon oft von gehört und die sind auch in Boxen momentan richtig präsent. Also die sehen einmal so aus, wenn man die rausholt, das sind halt so kleine Sticks zum Hochdrehen. So, und der erste Geruch, der jetzt hier rauskommt, erinnert mich überhaupt nicht an Mango, sondern erinnert mich an Ingwer. Das riecht irgendwie nach Ingwer. Ich will das jetzt mal auf meiner Hand testen. Wie gesagt, ich habe die noch nicht probiert. Also wenn man den aufgetragen hat, riecht er tatsächlich leicht nach Mango. Aber ich rieche immer noch Ingwer hier. Also für mich ist das ein Ingwerduft. Na, ich muss den auf jeden Fall mal testen. Ich werde mit ihm mal ins Bad stellen oder aufs Nachttischschränkchen. Einmal ein Lip Balm vom Be Natural. Dann geht es mit dem nächsten Produkt direkt weiter. Und hier haben wir was von Bilou drin. Ich freue mich immer über Bilou-Produkte. Ich mag die wirklich sehr. Und die haben immer einen tollen Duft. Und ich mag das halt einfach. Deshalb, da freue ich mich. Tasty Donut haben wir hier. Und das ist ein 2-in-1 Body Spray. Das hatte ich allerdings schon mal. Und zwar in der Pink Box. Aber das ist schon Ewigkeiten her. Und ich weiß, dass ich ganz lang gebraucht habe, um das hier aufzunehmen. Zu brauchen. Das riecht halt wirklich so richtig zuckersüß nach Donut, nach Zuckerwatte und einfach total süß. Ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt halt wirklich brauche oder ob ich es auf die Seite stelle und mal verschenke oder in eine Verlosung gebe, weil ich habe hier echt lang für gebraucht. Das war wirklich gut, aber ich weiß nicht, der Duft, der hängt mir immer noch irgendwie in der Nase. Wir haben hier einmal einen Deo-Effekt ohne Alkohol, pflegend und vegan. Also ich muss sagen, das war wirklich gut. Ich hatte mir das auch tatsächlich immer so ein bisschen auch unter die Achseln mitgesprüht. Da kann man wirklich nichts sagen. Ich hätte mir jetzt eine andere Duftrichtung gewünscht, um halt auch mal was anderes auszuprobieren. Aber ich überlege noch, ob ich den eventuell nutze oder vielleicht tue ich noch mal ein Tauschpaket rein oder so. Ich lasse es auf jeden Fall erstmal zu. Es riecht auf jeden Fall sehr gut und sehr süß. Das sieht einmal so aus. Das nächste Produkt, was ich hier rausgeholt habe, ist auch wieder was für den Körper. Und zwar haben wir hier ein Rexona Spray. Das
Sieht auch recht neu aus und hier steht auch New drauf. All Day Protection to Move More. Fruit Spin 48 Stunden Antitranspirant. Also das ist einmal ein Deo-Spray. Hier riechen wir auch direkt mal dran. Also ich habe von Rexona letztens einen Deo-Stick gehabt. Der hat mir gar nicht gefallen. Und Spray von Rexona weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Also es ist Ewigkeiten her. Ich teste jetzt mal gerade den Geruch, weil das interessiert mich. Das soll nach Früchten riechen. Also hierbei ist der Geruch tatsächlich sehr angenehm. Es riecht wirklich so ein bisschen fruchtig, also nicht wie dieses typische Deo. Also das ist halt ein bisschen fruchtigerer Geruch. Ich mag das, also ich werde das auf jeden Fall nutzen. Ich bin gespannt, ob das sein Versprechen hält. Das ist ja bei den meisten Deos nicht so. Das sieht dann einmal so aus. Dann ist hier einmal eine Probe mit drin und zwar von Hawaiian Tropic Satin Protection. Das ist einmal eine Sonnenlotion und da hatte ich letztens schon mal eine Probe, die war auch in der Glossy Box. Habe ich schon leer gemacht, fand ich sehr gut. Freue ich mich drüber, dass ich nochmal eine habe. Ich mag den Geruch hiervon sehr gerne und ich würde mir das tatsächlich nachkaufen. Als nächstes ist hier ein mir bekanntes Produkt und ich glaube, die meisten kennen das auch. Das war schon mal in der Glossy Box drin gewesen von Oritza Beauty, ein Opaline Flawless Highlighter. Das ist ein Highlighter Stick, so ein cremiger und der ist recht dunkel. Ich kann mich entsinnen, also ich habe den glaube ich auch noch irgendwo beim Schminkschränkchen drin stehen. Champagner Pearl ist die Farbe. So, und ich war jetzt gerade mal in meinem Bad und habe mein Schränkchen durchsucht und ich habe den tatsächlich zweimal, also einmal hier noch eingepackt und das ist der, der im Dezember in der Glossy Box war. Ich muss gestehen, ich nutze den eigentlich so gut wie nie. Das ist so ein bisschen dunklerer Ton und ich kann euch den gerne mal swatchen. Also der sieht dann einmal so aus und so sieht der Stick aus. Den kann man dann halt hochdrehen. Also das ist halt so ein cremiger Highlighter. Also wie ihr seht, über dieses Produkt freue ich mich jetzt nicht so. Wie gesagt, ich habe den noch und der ist fast voll. Deshalb werde ich den auf die Seite stellen für eine Verlosung oder für ein Tauschpaket oder zum Verschenken. Mal gucken. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt bzw. Produkte. Hier sind noch zwei Masken drin von Selfie Project. Aufhellende Peel-Off-Maske und eine reinigende Peel-Off-Maske. Glättet die Haut, strahlender Teint und Selfie-Look. Porentiefe Reinigung gegen Unvollkommenheiten und Selfie-Look. Genau, also das einmal mit Bioaktivkohle und einmal mit Perlenextrakt und Pink Pomelo. Das sind zwei Masken, die sind halt so Glitzersteinchen mit drin. Ich finde die total süß zum Verschenken. Ich habe die auch noch beide zu Hause. Ich hatte die letztens in einem Tauschpaket von der lieben Steffi bekommen. Deshalb habe ich die doppelt, aber ich muss die jetzt mal testen. Wenn die gut sind, dann habe ich auf jeden Fall zwei Stück im Backup, das finde ich gut. Also ich freue mich auf jeden Fall über die Produkte. Ich kann zwar nicht alles gebrauchen, aber im Großen und Ganzen finde ich die Box wieder sehr cool. Der Stick hier, der kostet allein 22 Euro, also da habt ihr locker die Box wieder raus. Wenn ihr diesen Stick hier vielleicht unbedingt haben möchtet, lohnt sich die Box auf jeden Fall. Also für mich hat sie sich wie immer gelohnt. Ich bin jedes Mal begeistert davon. Ich werde euch jetzt hier oben den Gesamtwert der Box einblenden. Dann seht ihr auch, ob sich das preislich für euch lohnen würde. Also wie gesagt, ich denke, mit dem Stick allein lohnt sich das auf jeden Fall. Die Box ist leer. Hier ist jetzt nichts mehr drin. Also hier ist jetzt noch so ein bisschen gegriffelt drin, wie immer bei der Glossy Box. Und ich fand die auf jeden Fall richtig schön. Die Box werde ich mir definitiv wieder aufheben. So ihr Lieben, das ist auf jeden Fall die Box, die ihr jetzt bei mir gewinnen könnt. Die erste habe ich ausgepackt und die hier ist für euch. Die bleibt auch komplett zu. Die geht so, wie die ist, an den Gewinner. Ich mache das für meine Abonnenten, damit ich ein bisschen die Treue belohnen kann, damit ich euch was zurückgeben kann. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall Abonnent von meinem Kanal sein. Wenn nicht, dürft ihr es sehr gerne noch werden. Das ist kein Problem. Abonniert einfach kostenlos meinen Kanal und ihr seid mit im Lostopf. Ihr müsst allerdings noch einen Kommentar hinterlassen. Hinterlasst ihn einfach mit dem Hashtag Young. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr teilnehmen wollt und kann das somit berücksichtigen bei der Gewinnerziehung. Die Verlosungsbedingungen schreibe ich auch noch mal unten in die Infobox, da könnt ihr das auch noch mal alles nachlesen. Genau, das Gewinnspiel, wie lang das geht und so weiter. Also das findet ihr dann alles dort. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert sehr gerne meinen Kanal, das ist völlig kostenfrei und seid gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich drücke euch allen die Daumen für die Verlosung. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, eure Nicole. Tschüss.